Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Stüger ist leider krank und hat mich gebeten, ihn nochmal zu vertreten. Wir kommen heute zum nächsten Kapitel in dieser Vorlesung über Grundbegriffe der Informatik. Da kann man natürlich sagen, also sowieso alles, was in der Vorlesung vorkommt, sind Grundbegriffe, ist irgendwie wichtig. Also Turing-Maschinen aber spielen wirklich eine ganz bedeutende Rolle, zum einen heutzutage noch in der Informatik, zum anderen aber auch, wenn man sich anguckt, in der Geschichte sozusagen der Informatik, wenn auch zu dem Zeitpunkt, wo Herr Turing Turing-Maschinen vorgeschlagen hat, man noch nicht von Informatik geredet hat. Was ist der Plan? Es gab im 14. Kapitel mal, als es anfing mit in dieser Vorlesung mit Algorithmen, so eine Folie, wo drauf stand, was man jedenfalls mal so informell händewedelnd von einem Algorithmus verlangt. Da sind hier so ein paar Dinge aufgeschrieben. Also erstens ist es ein endlicher Text, ja, nicht unendlich lang, ein endlicher Text, wo gesagt wird, in einer gewissen Reihenfolge, man solle gewisse elementare Anweisungen ausführen und man verlangt, dass von jeder dieser elementaren Anweisungen irgendwie offensichtlich ist, dass man sie tatsächlich effektiv, maschinell irgendwie so ausführen kann, ja, in einem Schritt, also in endlicher Zeit, sagen wir mal. Es ist immer genau festgelegt zu jedem Zeitpunkt, was ist der nächste Schritt. Und man möchte das Ganze verwenden, um eben in endlich vielen Schritten aus einer endlich großen Eingabe, also zum Beispiel eine endliche Liste von Zahlen, eine endliche Ausgabe, zum Beispiel die sortierte Liste der gleichen Zahlen, auszurechnen. Aber man möchte, dass das für beliebig große Eingaben funktioniert. Also wenn Sie einen Sortieralgorithmus programmieren in Java, dann soll der nicht nur in der Lage sein, Listen aus drei Zahlen, drei oder fünf zu sortieren, sondern beliebig lange Listen, solange sie endlich lang sind. Ja? Der gleiche Algorithmus, immer der gleiche Algorithmus. Und in irgendeinem Sinne, das soll so aufgeschrieben sein, dass jeder, der sich halbwegs dafür interessiert, sagt, jawohl, da stimme ich zu, effektiv ausführbare elementare Schritte und so weiter und so fort. So, das ist erstmal so das Händewedelnde. Ne? Aber wenn man dann irgendwann anfangen will, etwas zu beweisen, dann braucht man das irgendwie präziser, ja. Also insbesondere, wenn man vielleicht beweisen will, für irgendetwas, es gibt keinen Algorithmus. Ich habe hier ein Problem, für das will ich beweisen, es gibt keinen Algorithmus, der dieses Problem löst. Und zwar ruhig konkrete Probleme, interessante Probleme, handfeste Probleme. Sortieren von Zahlen, das geht algorithmisch, hat man so gelernt jetzt, in Java auch, in Programmieren. Aber Mitteilung, es gibt auch Probleme, die kann man nicht mit dem Rechner lösen, also algorithmisch. Die Probleme sind zu schwierig. Und wenn man sowas beweisen will, dann braucht man was Handfesteres als diesen Wischiwaschi-Algorithmenbegriff. Ja? Und eine Möglichkeit, das zu präzisieren, sind eben Turing-Maschinen. Bevor wir da anfangen, uns anzugucken, wie die Dinge aufgebaut sind, eine kurze Anmerkung, so als Erinnerung, weil das später dann vorkommt und einfach nützlich ist. Wir werden in diesem Kapitel partielle Funktionen sehen. Das ist irgendwo am Rande in einem der ersten Kapitel mal definiert. Also eine partielle Funktion von A nach B ist sozusagen eine rechtseindeutige Relation von A nach B. Das heißt, was man im Vergleich zu normaler, in Anführungszeichen totaler Funktion weglässt, was man nicht mehr verlangt, ist das, was links Eindeutigkeit hieß. Das heißt mit anderen Worten, für jedes Element aus Groß A darf es höchstens einen Funktionswert in B geben. Aber es ist eben auch erlaubt, dass für manche Elemente in der Menge A es keinen Funktionswert gibt. Ja, das ist eine partielle Funktion. Also für jedes Element, wenn es einen Funktionswert gibt, dann ist das eindeutig festgelegt, wie man das halt von Abbildungen so kennt, aber es muss kein Funktionswert festgelegt sein. An den Stellen ist dann sozusagen die Funktion undefiniert. Und jedenfalls hier in diesem Kapitel für partielle Abbildungen
ist dann so gelegentlich so diese Notation benutzt, wo der Pfeil von der Menge A zu der Menge B ein gestrichelter Pfeil ist. Ja? Das soll partiell heißen. Extremfall. Für kein Argument ist die Funktion definiert. Das ist keine sehr aufregende Funktion, aber es ist auch eine partielle Abbildung. Ja, gar kein Funktionswert ist definiert. Also als Relation aufgefasst, die Menge ist leer. Es gibt kein Paar A und dazugehöriger Funktionswert. Aber das ist nicht das, was man braucht. Ja. So, das sind partielle Funktionen. Und jetzt kommen wir zu dem, was heutzutage jedenfalls Turing-Maschine heißt. Diese Dinge wurden eingeführt von Alan Turing. Wer hat den Namen schon mal gehört? Wer kann damit irgendetwas verbinden? Okay, gut. Hat sowas wie eine Homepage auch heutzutage, auch wenn er schon 1954 gestorben ist. Und er hat halt 1936 im Alter von 24 Jahren, noch bevor er promoviert war, diese Arbeit geschrieben mit dem Titel On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Das war zur damaligen Zeit sozusagen ein Terminus technicus. Der wurde irgendwie eingeführt von David Hilbert. Das war einer der großen deutschen Mathematiker. Eingeführt, naja, in der Form dann so 1928 oder so liest man. Und was ihm vorgeschwebt hat, war: Ich möchte bitte ein mechanisches Verfahren, also das, was man heutzutage einen Algorithmus nennen würde oder ein Programm, das das Folgende tut, dem kann ich sagen, hier sind meine Axiome, so der Mathematik, und hier ist eine Aussage, bitte Programm, sage mir, ist das beweisbar oder nicht? Das hat ihm vorgeschwebt. Die Nachricht ist, so etwas gibt es nicht. Dieses Problem ist zu schwer. Und das ist sozusagen ein Teil der Arbeit hier von Alan Turing. Das ist also aus dem Jahr 36, im gleichen Jahr ein amerikanischer, Alan Turing war Brite, ein amerikanischer Mathematiker, Herr Church, hat auch bewiesen, dass das, was Herr Hilbert gerne gehabt hätte, nicht existiert in einem gewissen Sinne. Also diese Zeit, da ging gerade sehr viel ab in der Mathematik und in den Anfängen der Informatik sozusagen. Diese Arbeit gibt es auch immer noch gescannt oder abgetippt, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, im www, können Sie gerne mal lesen, kann man nämlich gut lesen. Was war die Idee? Naja, Alan Turing hat gesagt, okay, jetzt mache ich halt mal eine leichte Abstraktion dessen, was ein Mensch so tut, wenn er was beweist. Also der Kopf ist so eine Art, heute würde man sagen Prozessor, da findet die Verarbeitung statt. Und dann gibt es halt noch Speicher, ein kariertes Blatt Papier. Wenn man so als Mensch auf das Blatt Papier guckt, wenn es groß ist, auch wenn es sehr groß ist, man sieht nur einen kleinen Ausschnitt. Was kann man machen? Da kann man was lesen, da kann man was hinschreiben mit dem Stift. Und wenn man wo was hingeschrieben hat, dann kann man links oder rechts daneben was hinschreiben als nächstes und was durchstreichen. Das ist aber auch alles. Radiergummi haben wir auch noch. Ja. So, und dann hat er gesagt, okay, das abstrahieren wir jetzt mal, dann sieht das noch so aus. Da gibt es also zum einen das, was ich da als Kringel hingemalt habe, wo ein kleines Z drin steht. Das ist sozusagen der Teil, der die Datenverarbeitung durchführt. Das ist mit dem, was Sie jetzt inzwischen gelernt haben, einfach ein endlicher Automat. Also zu jedem Zeitpunkt in einem Zustand klein Z aus irgendeiner endlichen Zustandsmenge. Und dann gibt es den Speicher, das ist kariertes Papier, aber nur noch eindimensionales kariertes Papier. Also ein Band, sagt man typischerweise, aufgeteilt in Felder, kleine Felder. Auf ein Feld kann man schreiben, auf jedem Feld steht immer ein Symbol von endlich vielen, aus irgendeinem endlichen Bandalphabet heißt das dann Groß X. Und der Einfachheit halber stellen wir uns vor, tatsächlich auf jedem Feld des Bandes steht ein Symbol. Jetzt auf den meisten Feldern steht natürlich nichts Interessantes. Und deswegen typischerweise hat man da so ein Symbol, das sich hier als leeres Kästchen dargestellt habe, das heißt dann Blank-Symbol. Wenn das irgendwo steht, heißt das so viel wie, ja, hier steht nichts Sinnvolles. Ja? Ist so noch leer oder so.
So, naja, und ein endlicher Automat, damit er arbeiten kann, braucht immer eine Eingabe und produziert irgendeine Art von Ausgabe oder Aktion oder so. Und zu diesem Zweck, können Sie sich vorstellen, ist der endliche Automat über ein Kabel mit einem sogenannten, üblicherweise sogenannten Schreiblesekopf, wie bei so einem Magnetband oder so, verbunden. Und dieser Schreiblesekopf steht immer auf genau einem Feld des Bandes. Und das Symbol, das da gerade steht, das ist das, was die Steuereinheit sieht, in Anführungszeichen. Na, und dann haben Sie da eben so einen MIDI-Automaten, nämlich in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand, klein z, und in Abhängigkeit vom gerade gelesenen Symbol, klein x, also hier jetzt vielleicht da oben in dem Bild ein kleines a, ist festgelegt, was macht der Automat im nächsten Schritt. Also, was ist sein neuer Zustand? Und was ist sozusagen die Ausgabe, das, was er noch so tut, in Anführungszeichen? Und was bei einer Turing-Maschine passieren kann, ist, die Maschine kann auch auf das Feld, das sie gerade besucht, wo sie gerade noch das alte Symbol gelesen hat, ein neues Symbol hinschreiben. Das kann natürlich das gleiche sein wie das alte, aber es kann halt auch ein anderes sein. Und dieser Schreiblesekopf, das ist auch noch Bestandteil der Aktion, kann noch um ein Feld verschoben werden, eins nach links oder eins nach rechts. Und das ist alles. Das ist eine Turing-Maschine. Und eine der Beobachtungen ist dann, der Unterschied zwischen einer Turing-Maschine und einem Laptop ist fast keiner. Also Laptops sind vielleicht ein kleines bisschen schneller, aber das ist auch das Einzige. Also alles, was Sie irgendwie mit einem normalen Rechner in Anführungszeichen heutzutage so berechnen können, können Sie auch mit einer Turing-Maschine berechnen. Und wenn Sie es nicht mit der Turing-Maschine können, dann können Sie es auch nicht mit einem normalen Rechner. Und deswegen, also wenn Sie beweisen wollen, ein Problem ist zu schwer, man kann es überhaupt nicht algorithmisch lösen, na, man beweist, es geht nicht mit einer Turing-Maschine. Also ist jedenfalls eine Möglichkeit. Und das ist einfacher, als mit Laptops zu argumentieren. Ja? So, und also für die Formalisierung dann, was bei einem Schritt der Turing-Maschine passiert, müssen Sie eben festlegen, für jedes, oder na eben nicht mehr für jedes, für manche Paare aktueller Zustand, gelesenes Symbol, wenn Sie denn was festlegen, was wird auf das Feld geschrieben, was ist der neue Zustand und wo fährt der Schreiblesekopf hin. Und das ist dann der ganze Formalismus. Also meinetwegen, ja, wenn da ein A gelesen wird und wir sind im Zustand Z, das neue Symbol ist ein C, der neue Zustand ist Z' und der Kopf fährt eins nach rechts. Also meinetwegen formalisiert mit Kopfbewegung ist plus 1. Ja, die Nummer des Feldes vergrößert sich um 1, das gelesen. So. Das ist ein Schritt einer Turing-Maschine. Und das endliche Programm der Turing-Maschine besteht halt darin, dass für einige Kombinationen Zustand und Bandsymbol, das gerade gelesen wird, festgelegt wird, was macht sie jetzt, wenn sie einen Schritt macht? Was schreibt sie hin? Wo fährt sie hin? Was ist der neue Zustand? Und das ist alles. Und ich hoffe, wir werden uns jetzt dann im Laufe der heutigen Vorlesung zwei Beispiele angucken. Das eine ist ganz simpel und Sie werden sich fragen, was soll das denn? Ja, das taucht dann in der nächsten Vorlesung wieder auf. Und das andere ist ein Problem, da sagt man ja, okay, das ist jetzt inhaltlich vielleicht mal ganz nett. So, formal, wenn man sich das alles nochmal aufschreibt, das ist eine Turing-Maschine. Also man hat eine endliche Zustandsmenge und typischerweise spezifiziert einen Anfangszustand, in dem halt eine Berechnung normalerweise dann eben anfängt. Man hat das endliche Bandalphabet, das enthält typischerweise dieses Blank-Symbol, was kennzeichnet, ach ja, hier ist auch ein Feld, aber da steht noch nichts Sinnvolles. Und man hat eben drei Funktionen, die einem sagen können, was ist der neue Zustand, was ist das Bandsymbol, das geschrieben wird und wo fährt der Kopf hin. Die müssen nicht mehr total sein, diese Funktionen. Es kann sein, dass für manche Kombinationen von Zustand und Bandsymbol halt nichts mehr festgelegt ist. Aber entweder es ist keine von den drei Funktionen definiert oder sie sind alle drei definiert. Also wenn ein Schritt dann vollständig spezifiziert, ja. Also das sind jetzt partielle Funktionen, die für den Zustandsübergang eben von Z Kreuz X, aktueller Zustand, aktuelles Bandsymbol nach Zustandsmenge groß Z,
die fürs geschriebene Symbol von Z-Kreuz X partiell nach X, neues Bandsymbol. Und die Funktion, die sagt, wie bewegt sich der Kopf, da können Sie sich als Definitionsbereich sowas vorstellen wie minus 1, 0, 1 für einen Schritt nach links stehen bleiben, das ist auch erlaubt, einen Schritt nach rechts. Oder manchmal schreiben wir vielleicht auch einfach ein großes L für nach links, ein großes R für nach rechts oder so. Ja? So, das ist alles. Und dann muss man das also, wenn man also konkret diese drei Funktionen hat, muss man das irgendwie notieren. Und eine Möglichkeit ist, sowas Ähnliches zu machen wie bei endlichen Automaten, also das präziser wie bei Mealy-Automaten. Also man malt Kringel hin für die endlich vielen Zustände der Steuereinheit. Hier sitzt jetzt mal gerade vier Stück, A, B, C und H. Den Anfangszustand markiert man wieder mit so einem kleinen Pfeil aus dem Nichts, also hier der Zustand A. Und dann hat man so Zustände, hat man so Pfeile von einem Zustand zu anderen Zustand und an den Pfeilen steht irgendwas dran. Und bei einem normalen endlichen Mealy-Automaten steht einfach das gelesene das Eingabesymbol, das gerade verarbeitet wird, dran. Ja, wenn ich im Zustand A bin und das Eingabesymbol ist eine 1, dann gehe ich in Zustand B oder so. Bei Turing-Maschinen steht jetzt hier halt ein bisschen mehr an den Pfeilen. Also auch wieder vom aktuellen Zustand zum nächsten Zustand. Und an den Pfeilen steht immer durch einen senkrechten Strich getrennt, links davon das Eingabesymbol, also das, was gerade von dem Schreiblesekopf auf dem Band gelesen wird. Und rechts von dem Strich das neue Symbol, das da geschrieben wird und die Richtung, in der der Kopf fährt. Also dieser Pfeil von A nach B, wo da das Blank-Symbol steht und dann ein senkrechter Strich und dann eine 1 und dann ein R heißt, wenn die Maschine im Zustand A ist und der Schreiblesekopf liest ein Blank-Symbol, dann wird da eine 1 geschrieben, der Kopf fährt nach rechts und der neue Zustand, na, das ist der an der Pfeilspitze, Zustand B. Ja? Und es kann natürlich auch sein, dass die Maschine im gleichen Zustand bleibt, dann hat man so Schlingen an manchen Zuständen. Ne? Kann auch sein, dass sie das Symbol, das da steht, gar nicht verändert. Also im Zustand B, ne, wenn der Kopf eine 1 liest, formal, da wird eine 1 hingeschrieben, also die bleibt da einfach stehen. Und der Kopf fährt 1 nach rechts und die Maschine bleibt im Zustand B. Also solange da 1 stehen, immer lässt die 1 stehen, fährt 1 nach rechts. Nächste 1 lässt sie stehen, fährt 1 nach rechts, bleibt im Zustand B, solange da 1 sind. Ne? So. Und wie gesagt, diese Spezifikation, das darf jetzt partiell sein. Das heißt, in manchen Zuständen, für manche Eingabesymbole muss nichts mehr festgelegt sein. Und das ist hier ganz extrem bei diesem Zustand H. Wenn Sie im Zustand H sind, da ist für kein Eingabesymbol mehr ein Pfeil irgendwohin da. Und das heißt, also die Vorstellung, die Sie bitte damit verbinden, ist, wenn die Turing-Maschine in diesem Zustand angelangt ist, dann ist sie halt fertig mit ihrer Rechnung. Ja? Wenn nicht mehr definiert ist, wie es weitergeht, ist sie halt fertig. Also eine Möglichkeit wäre, eine Maschine mit so einem Bildchen da zu spezifizieren. Diese Maschine da, die wollen wir mal sicherheitshalber, die habe ich mal den Namen BB3 gegeben. Die taucht dann nächstes Mal nochmal auf. So, im Zustand H hier passiert sowieso gar nichts mehr. Das heißt, diesen letzten Schritt von Zustand A nach Zustand H, wenn die Turing-Maschine eine 1 liest, sie lässt die 1 da stehen, fährt auch den Kopf noch einen Schritt nach rechts und dann ist im Zustand H und nichts geht mehr. Den letzten Schritt, den kann man sich auch sparen, da ändert sich nichts mehr an der Bandbeschriftung, was soll's. Das heißt, das können Sie auch einfach weglassen. Ja. Passiert, also am Ende kommt immer die gleiche Bandbeschriftung raus, nur der Kopf ist nicht mehr den letzten Schritt nach rechts gefahren. Aber üblicherweise, die Kopfposition am Ende ist nichts, was einen interessiert, nur das, was auf dem Band steht. Und deswegen kann man es einfach weglassen. Ne? Dann hat man nur noch drei Zustände. Gut. Aber das kann man nicht immer so einfach einsparen. Ja? Die Alternative ist, das Ganze halt als Bildchen hinzumalen. Meinetwegen für jeden Zustand eine Spalte, für jedes mögliche Eingabesymbol, für jedes Bandsymbol eine Zeile. Und dann eben in den Einträgen, was ist das neue Bandsymbol, was ist der neue Zustand und wo fährt der Kopf hin. Diese drei Einträge in irgendeiner Reihenfolge und solange man irgendwie deutlich unterscheiden kann, was ist ein Bandsymbol, was ist ein Zustand,
kann man das an so einem Tripel immer erkennen. Also wenn da in der oberen Tabelle, in der Zeile, wo vorne die 1 steht, in der letzten Spalte für Zustand C1LA steht, dann heißt das also, wenn die Steuereinheit im Zustand C ist und der Schreiblesekopf liest eine 1, das neue Symbol, das da geschrieben wird, ist eine 1, das L heißt, der Kopf fährt nach links und das A ist der neue Zustand. Ja? Also manchmal nimmt man auch so Tabellen, je nachdem. So, also sowas spezifiziert vollständig eine Turing-Maschine. Endliche Beschreibung, ne? Die Tabelle hat nur so viele Zeilen wie Eingabesymbole, Wandsymbole, das sind nur endlich viele, hat auch nur so viele Spalten wie Zustände, sind auch nur endlich viele, alles endlich. Ja? Und dann können Sie halt, wenn Sie die Tabelle haben, wenn da irgendwas auf dem Band steht und der Kopf steht irgendwo und die Steuereinheit ist in irgendeinem Zustand, können Sie jetzt halt gucken, was macht denn die Turing-Maschine, wenn sie jetzt losläuft. Also habe ich hier mal oben nochmal die Tabelle von dieser Turing-Maschine BB3 hingeschrieben. Zur Abwechslung mal wieder mit dem Zustand H, wo gar nichts mehr passiert. Ja. Und da unten drunter so ein Bildchen angedeutet, also die Reihe von Blank-Symbolen nebeneinander soll darstellen, so einen endlichen Ausschnitt des Bandes. Das geht links und rechts weiter. Stellen Sie sich bitte vor, da stehen links unendlich viele Blanks, rechts unendlich viele Blanks. Das Band ist unendlich lang in beide Richtungen. Ja? Es gibt keine Beschränkung des Speicherplatzes. Überall sollen Blank-Symbole stehen, also überhaupt nichts Interessantes. Ja? Der Kopf ist dann natürlich auch egal, wo er steht. Überall, er wird ein Blank-Symbol lesen. Und wo der Kopf steht, also der Anfangszustand sei groß A und ich habe das groß A jetzt mal, um zu kennzeichnen, wo steht der Kopf, halt über ein Blank-Symbol hingeschrieben und das soll heißen, also hier ist gerade der Schreiblesekopf. Und die Maschine ist im Zustand A. Und jetzt was passiert? Naja, also Maschine ist im Zustand A, gelesen wird ein Blank-Symbol, dann guckt man eben da oben in der Tabelle, in der Zeile für das Blank-Symbol, in der Spalte für Zustand A, was steht da? Eine 1, ein R und ein B und das heißt dann also, da wo der Kopf gerade steht, wird eine 1 hingeschrieben. R heißt, der Kopf fährt 1 nach rechts und B heißt, der neue Zustand ist B. Also im nächsten Schritt, das habe ich jetzt mal drunter gemalt, da wo der Kopf vorher war, steht jetzt die 1. Die Maschine ist im Zustand B, aber das B ist 1 weiter rechts hingemalt, weil ja der Kopf jetzt 1 weiter rechts ist. Und dann können Sie das Gleiche wieder machen. Na, die Turing-Maschine ist im Zustand B, liest ein Blank-Symbol, die Tabelle sagt, geschrieben wird ein Blank-Symbol, der Kopf fährt nach rechts, der neue Zustand ist C, also das Blank-Symbol bleibt stehen, die Maschine geht in Zustand C und der Kopf ist eins weiter rechts, dann steht das C eben eins weiter rechts. So. Und das können Sie jetzt noch so eine Zeit lang so weitermachen, das sehen wir uns dann später nochmal an. Jedenfalls zu jedem Zeitpunkt habe ich hier hingemalt nur einen endlichen Ausschnitt des Bandes und wo ist der Kopf und was ist der Zustand. Wenn ich jetzt das ganze Band hingemalt hätte, dann würden Sie das sehen, was man normalerweise eine Konfiguration der Turing-Maschine nennt. Das heißt sozusagen der Gesamtzustand, nicht nur der Zustand der Steuereinheit, sondern auch die Beschriftung des ganzen Bandes und wo ist der Schreiblesekopf. Das ist dann also so ein Tripel. Eine Komponente, klein z, ist aus der Zustandsmenge. Dann zweite Komponente, die hier klein b heißt, ist die Beschriftung des ganzen Bandes. Wie kann man das formalisieren? Da stellen Sie sich vor, die Felder sind durchnummeriert mit ganzen Zahlen. So irgendwo ist Feld 0 und nach rechts 1, 2, 3, 4, 5 und nach links minus 1, minus 2, minus 3. Und die Beschriftung des ganzen Bandes können Sie dann sagen, das ist eine Abbildung, die sagt mir für jede Feldnummer, was steht auf diesem Feld. Also eine Abbildung b von Menge der ganzen Zahlen nach Bandalphabet groß X. Also klein b ist ein Element aus der Menge aller Abbildungen von Menge der ganzen Zahlen nach X. Und für die Menge aller Abbildungen von ganze Zahlen nach X schreiben wir hier X hoch Z, also Z jetzt die Menge der ganzen Zahlen. Und da deswegen klein b ist ein Element von X hoch ganze Zahlen. Ja, und die Kopfposition ist dann also auch einfach eine Nummer, eine ganze Zahl. P nennen wir die meinetwegen hier. Und wenn jetzt im Folgenden irgendwo groß C Index T auftaucht, dann ist damit gemeint die Menge aller möglichen Konfigurationen einer Turing-Maschine. Also
alle möglichen Kombinationen von was ist der Zustand, was steht auf dem Band, wo steht der Kopf. Wenn man das so formalisiert und man möchte gerne wissen, was ist das Symbol, was gerade von der Turing-Maschine gelesen wird, überlegen Sie mal kurz, wie man das hinschreiben könnte. Gegeben so eine Konfiguration, was ist das gerade gelesene Symbol? Wie könnte man das ausdrücken? Hat jemand einen Vorschlag? Ja? Genau. Das ist B von P. Also B ist diese Abbildung, die sagt, für jede Feldnummer, was steht drauf. Und wenn Sie diese Abbildung als Argument halt die aktuelle Kopfposition P geben, dann B von P, das ist das gerade gelesene Symbol. Das taucht jetzt gleich auf einer der nächsten Folien auf. So. In der Informatik, meistens ist man interessiert an endlichen Gebilden. Endliche Eingaben für den Algorithmus, endlich lange Berechnungen, endlich große Ausgaben. Deswegen diese Bandbeschriftungen, wo also auf unendlich vielen Feldern irgendetwas steht, die sind so ein bisschen... Und also für praktisch alles, was Ihnen so über den Weg laufen wird, dürfen Sie sich vorstellen, also formal unsere Bandbeschriftungen sind unendliche Gebilde, aber endlich beschreibbar. Wir wollen nämlich sagen, oh, wir schränken uns ein sozusagen auf Bandbeschriftungen. Da ist ein endlicher Abschnitt, da steht was Interessantes, was auch immer. Aber links von diesem interessanten Abschnitt, alle Felder links davon sind mit dem Blank-Symbol beschriftet und alle rechts von dem interessanten Abschnitt sind auch alle mit dem Blank-Symbol beschriftet. Also es gibt immer nur einen endlichen Abschnitt, der interessant ist. Und alles andere sind Blank-Symbole und dann ja, gibt es so ein endlicher, interessanter Abschnitt, ist offensichtlich endlich beschreibbar. Ja. Und eine Turing-Maschine, wenn sie auf so einem Band ist, wo nur ein endlicher Abschnitt interessant ist, fast alles sind Blanks und sie macht da einen Schritt. Ja, das Beste, was sie tun kann, ist, aus einem Blank-Symbol noch ein anderes Symbol zu machen, dann wird der interessante Abschnitt in einem Schritt also maximal um eins länger. Und das heißt, wenn wir uns nur Berechnungen angucken, die endlich lange dauern, da werden nur endlich viele Felder betreten, auch nach endlich vielen Schritten, der interessante Bandabschnitt ist immer noch endlich lang. Also das bleibt auch so während endlich langer Berechnungen. Und das ist das, was uns hier interessiert. So. Also OBDA, das ist immer so. Na ja, und ein Schritt einer Turing-Maschine, das können wir jetzt auch noch formal hinschreiben. Das könnten Sie jetzt wahrscheinlich schon fast alleine machen. Angenommen, Sie haben irgendeine aktuelle Konfiguration, ja, Zustand Z, Bandbeschriftung B, aktuelle Kopfposition P. Was brauchen Sie dann, um nachzugucken, was die Turing-Maschine macht? Ja, Sie brauchen den aktuellen Zustand Z und Sie brauchen das gerade gelesene Bandsymbol. Das ist, haben wir gerade gesagt, B von P. Und diese beiden Dinger, Zustand und Bandsymbol, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Funktionen, die sagen, was macht die Turing-Maschine, sind gar nicht mehr definiert, dann ist die Turing-Maschine fertig. Hat sie angehalten, dann wollen wir gar nichts mehr tun, dann gibt es keinen Nachfolgezustand. Die Turing-Maschine kann keinen Schritt mehr machen. Oder die Funktionen sind halt alle drei definiert. Und dann eben, wenn Sie die Zustandsüberführungsfunktion klein f anwenden auf z und b von p, dann kriegen Sie den neuen Zustand z' raus. Wie sieht das Band aus einen Schritt später? Die neue Bandbeschriftung b'. Naja, also da, wo der Schreiblesekopf gerade ist, da wird hinterher das Bandsymbol stehen, das halt vorgeschrieben wird durch diese Funktion, die sagt, was wird da hingeschrieben. Also G von Z und B von P sagt, was steht hinterher an der Position, wo gerade der Kopf ist. Und alle anderen Felder ändern sich nicht. Das habe ich jetzt noch nie explizit gesagt, aber das haben Sie wahrscheinlich auch so vermutet. Also die neue Bandbeschriftung B' auf allen Feldern I, die nicht das Feld sind, wo der Kopf gerade steht. Wenn I ungleich P ist, dann B' von I ist gleich B von I, da ändert sich nichts. Und auf dem Feld, das gerade besucht wird, steht eben das Symbol, das die Funktion G vorschreibt. Und die neue Position des Kopfes, dann nehmen Sie halt die alte Position und addieren
das, was die Funktion vorschreibt, wie bewegt sich der Kopf, minus 101. Das ist ein Schritt. Wenn er denn definiert ist, ja, muss nicht sein, aber in manchen Fällen ist eben definiert, was passiert im nächsten Schritt. Und das heißt, Sie kriegen auf diese Art und Weise eine wieder partielle Abbildung von Menge aller Konfigurationen nach Menge aller Konfigurationen. Ja, wenn Sie Glück haben, ist definiert, was passiert im nächsten Schritt. Haben Sie die Nachfolgekonfiguration, wenn es keine mehr gibt, ja, dann eben nicht. Nennen wir diese Abbildung mal Delta 1, ja, so 1 für Index 1 für einen Schritt. So. Und nochmal die gleiche Turing-Maschine von vorhin. Die ersten drei Schritte hatten wir uns schon angesehen. Da können Sie jetzt einfach in der Tabelle immer weiter gucken, was passiert denn, was passiert denn. Also nach zwei Schritten waren wir im Zustand C, zwei Felder rechts von der ersten 1, die geschrieben wurde. Und wenn Sie sich die Tabelle zu Hause nochmal angucken und das vergleichen, was dann passiert ist im Zustand C, jedes Blank wird durch eine 1 ersetzt. Die Turing-Maschine macht einen Schritt nach links und bleibt im Zustand C. Also das Blank wird durch eine 1 ersetzt, im nächsten Schritt das Blank links daneben auch. Dann landet man auf der am Anfang geschriebenen 1 im Zustand C und dann fährt die Turing-Maschine noch 1 nach links im Zustand A, schreibt da wieder eine 1 hin, dann im Zustand B fährt sie über alle 1 hinweg, bis sie zu einem Blank kommt. Das lässt sie stehen, macht noch einen Schritt nach rechts, geht in Zustand C, das hatten wir jetzt schon, das C wird zu einer 1 ersetzt, das Blank links davon auch. Und dann nach zwei weiteren Schritten ist die Turing-Maschine tatsächlich im Zustand H, in dem nichts mehr definiert ist. Und dann hält die Turing-Maschine. Punkt. Nicht sehr aufregend, ja. Ich hoffe, Sie werden sich in der nächsten Vorlesung wundern. Also, aber was wir vielleicht schon mal festhalten können, also diese Turing-Maschine hat abgesehen von diesem Zustand H, wenn man ihn denn noch einführt, drei Zustände. Drei. Und wenn man sie loslässt auf das Band, wo am Anfang überall Blanks stehen, völlig leer, das ganze Band, dann macht sie, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also irgendwie so 13, 14 Schritte. Sie hat drei Zustände. Sie macht 13, 14 Schritte, sowas in der Größenordnung, und bleibt dann stehen und hinterlässt auf dem Band 6 Einsen. Sie können ja mal spaßhalber versuchen, eine Turing-Maschine zu bauen, die da vier Zustände haben, abgesehen von diesem Zustand H. Also Sie dürfen noch einen Zustand D spendieren. Gleiche Aufgabe am Anfang, das ganze Band ist leer. Die Turing-Maschine darf hin und her laufen, wie sie will. Das können Sie sich aussuchen. Versuchen Sie das so hinzukriegen, dass am Ende, dass sie irgendwann stehen bleibt und am Ende möglichst viele Einsen auf dem Band stehen. Sie können ja mal ein bisschen rumspielen. Jetzt haben wir also hier eine längere Berechnung und diese Berechnung ist irgendwann zu Ende. Ja? Da ist man im Zustand H und dann ist kein nächster Schritt mehr definiert. So, so eine Konfiguration, wo also die Steuereinheit in einem Zustand ist und das der Schreiblesekopf ein Bandsymbol liest, sodass dafür nichts mehr definiert ist. So eine Konfiguration wollen wir eine Endkonfiguration nennen. Also das ist eine, für die Delta 1 von C nicht mehr definiert ist. Und damit das auch einmal explizit gesagt wird, eine Berechnung soll sein, ja, eine Folge von Konfigurationen. Das geht also los mit einer Konfiguration C0, die ist im Prinzip beliebig. Und dann die weiteren Konfigurationen C1, C2, C3, da muss sich jede aus der vorherigen dadurch ergeben, dass halt die Turing-Maschine einen Schritt macht. Ja? Also aus C0 nach einem Schritt ergibt sich C1, aus dem nächsten Schritt daraus ergibt sich C2, daraus ergibt sich C3 und so weiter. Eine haltende Berechnung ist so eine endliche Berechnung, bei der die letzte Konfiguration eine Endkonfiguration ist, also es gibt keinen weiteren Schritt. Das gibt es offensichtlich, das haben wir gerade gesehen, ja. Es gibt aber auch Beispiele von Turing-Maschinen, wo selbst wenn sie harmlos anfangen, sie nie eine Endkonfiguration erreichen. Also immer, es ist etwas definiert, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt. Das ist klar, wenn Sie die Tabelle für die Turing-Maschine vollständig ausfüllen, dann ist halt immer irgendwas definiert, dann wird sie nie halten, ja, ganz banal.
da kann sie, das ist vielleicht ganz plump, ja, also da können sie, sie können auch problemlos eine Turing-Maschine hinschreiben, nur ein Zustand, egal welches Symbol sie gerade liest, sie lässt das da stehen und macht einen Schritt nach rechts. Eine Turing-Maschine, keine interessante Turing-Maschine, geht einfach in jedem Schritt ein Feld nach rechts, unendlich lange. Ja. Da kann man sagen, ja, wenn eine Turing-Maschine irgendwo so ein komisches Verhalten hat, das sehe ich ja, den Zustand streiche ich dann halt oder so und höre vorher auf. Ja, sowas sieht man leicht. Ja. So, wenn Sie so einen offensichtlichen Zustand haben, wo man einfach, wo die Maschine einfach nur nach rechts wegläuft oder nach links. Ja. Oder zwei Zustände, wo sie immer abwechselnd eins links, eins rechts macht. Ja. Das können Sie leicht entdecken und entfernen. Dann haben Sie eine einfachere Turing-Maschine, wo dieses komische Verhalten weg ist. Die Frage ist, gibt es auch kompliziertere Berechnungen, die nicht halten und wo es vielleicht nicht mehr so ganz einfach ist zu sehen, dass die Turing-Maschine da womöglich unendlich lange irgendwas macht. Und die Antwort ist, das ist ganz schwer. Das kann man nämlich wieder nicht automatisieren. Das ist ein Problem, das können Sie nicht algorithmisch lösen. So, wo brauchen wir das? Ach so, ja, ich weiß, wo das. Noch eine kleine Definition, nämlich gegeben eine beliebige Konfiguration. Was ist denn die Konfiguration, die am Ende rauskommt, wenn man die Maschine laufen lässt, solange es geht, bis sie hält, falls sie denn hält? Nennen wir diese Abbildung Delta Stern, also auch wieder dann von Menge aller Konfigurationen partiell nach Menge aller Konfigurationen. Es kann ja sein, dass so eine Endkonfiguration nicht erreicht wird, ja, dann ist Delta Stern nicht definiert. Aber wenn nach endlich vielen Schritten eine Endkonfiguration erreicht wird, dann soll das der Funktionswert sein von Delta Stern. Also Delta Stern ist sowas wie alle Schritte auf einmal, was kommt denn am Ende raus? Ja? Gut. So. Mit Turing-Maschinen kann man Dinge berechnen. Und wie bei endlichen Automaten, da kann man sich den Fall angucken, dass halt jedes Eingabewort in irgendein Ausgabewort übersetzt wird. Und man kann sich aber auch den harmlosen oder konzeptionell vielleicht ein bisschen einfacheren Fall angucken, dass das Ergebnis der ganzen Berechnung im Wesentlichen immer nur ein Bit ist, das einen interessiert, ja oder nein, sozusagen. Ja? Also eine Eingabe, gehört sie zu einer formalen Sprache oder nicht? Ist sie syntaktisch in Ordnung oder nicht? Hat sie eine gewisse Eigenschaft, ja oder nein? So. Und auch bei Entscheidungsproblemen gibt es welche, die sind so kompliziert, dass man sie nicht mit dem Rechner lösen kann. Also auch nicht mit Turing-Maschinen, ja. Und für so Entscheidungsprobleme wie bei Automaten macht man sich das dann wieder ein bisschen einfacher mit der Definition, was ist die Ausgabe. Ach so. Und jedenfalls als Eingaben, wir beschränken uns jetzt wieder auf, also das ist immer ein endliches Wort über einem Eingabealphabet. Also für die Problemstellungen, die uns jetzt interessieren, es gibt noch ein Eingabealphabet, groß A. Und die Idee ist, na, eine Eingabe, die aus A-Stern stammt, die will man am Anfang aufs Band schreiben, so als Eingabe. Das heißt, das Eingabealphabet soll bitte Teilmenge des Bandalphabets sein, sonst kann man es nicht aufs Band schreiben. Und damit man die Eingabe deutlich davon unterscheiden kann, wo noch nichts steht, soll bitte das Blank-Symbol kein Eingabesymbol sein. Ja? Natürlich. Also A soll, Eingabealphabet A soll immer Teilmenge von X ohne Blank-Symbol sein. Und dann für so ein Eingabewort W aus A Stern, die Anfangskonfiguration per Definition ist ganz naheliegend definiert. Der Zustand der Turing-Maschine ist der Anfangszustand, deswegen heißt das so. Der Kopf steht auf meinetwegen Feld Nummer 0 und das Eingabewort Symbol für Symbol steht auf den Feldern 0, 1, 2 bis Länge des Wortes minus 1. Also wenn es denn ein nicht leeres Wort ist. Wenn es das leere Wort ist, stehen da halt gar keine Symbole. Also auf einigen Feldern stehen die Symbole der Eingabe nebeneinander und der Kopf steht auf dem ersten Symbol.
Und willkürliche Wahl, wir fangen an bei Feld Nummer 0, ist völlig egal. Also die Feldnummern sieht die Turing-Maschine ja nicht. Die sieht immer nur, da steht ein Symbol, wo auch immer. So, das ist das, wenn man ein Wort hat, auch konzeptionell harmlos ein Wort, das man eingeben will. Wenn Sie sich sowas vorstellen wollen, wie man gibt zwei Argumente ein, also meinetwegen binär dargestellt zwei Zahlen und man will wissen, ob die zweite Zahl ein Teiler der ersten Zahl ist oder so etwas, dann trennt man die halt noch irgendwie so, dass harmlos erkennbar ist, was ist das erste Argument, was ist das zweite. Also meinetwegen, man schreibt eckige Klammern außenrum oder macht ein Komma dazwischen oder spendiert halt noch ein paar Symbole fürs Eingabealphabet, damit man das harmlos hinschreiben kann. Harmlos halt, ja. Also nicht gleich schon das Ergebnis in die Eingabe mit rein verstecken. Ja? Das ist natürlich Quatsch. So, und was sind die Ergebnisse von so Turing-Maschinenberechnungen, wenn die Turing-Maschine denn überhaupt hält? Na, im Allgemeinen kann man dann zum Beispiel sagen, ja, das Ergebnis, der Funktionswert, das ist halt das, was am Ende auf dem Band steht, alles. Und wenn die Turing-Maschine sozusagen Zwischenrechnungen gemacht hat und da irgendwo noch Zwischenergebnisse stehen, dann muss sie die halt noch schnell wieder wegmachen, durch Blank-Symbol überschreiben oder so, dass wirklich nur noch das gewünschte Ergebnis dasteht. Oder wenn man sich eben jetzt wieder beschränkt auf Entscheidungsprobleme mit einem Bit Antwort, dann macht man das Gleiche wie bei den Moore-Automaten, bei den endlichen. Man sagt, okay, es gibt so eine Teilmenge von Zuständen, die nennen wir akzeptierende Zustände. Und wenn die Turing-Maschine in einem akzeptierenden Zustand hält, ja, es geht nicht mehr weiter, dann gilt die Eingabe eben als akzeptiert. Und wenn sie in einem Zustand hält, der nicht akzeptiert, dann ist die Eingabe eben abgelehnt. So. Ja, und der Zustand in der Endkonfiguration, die Endkonfiguration, das ist eben dann Delta Stern von Anfangskonfiguration. Und die Anfangskonfiguration ist das, was wir gerade definiert haben. Ne? Das habe ich nicht gesagt, das wollen wir C0 von Eingabewort W nennen. Und dann steht da eine ganz harmlose Definition, ganz analog wie bei endlichen Automaten auch. Mit L von T bezeichnen wir die Menge der von der Turing-Maschine T akzeptierten Wörter, oder das nennt man dann auch die von der Turing-Maschine T akzeptierte Sprache. Also das sind die Wörter, für die die Turing-Maschine irgendwann hält und sagt, jawohl, ich akzeptiere. Und jetzt Obacht, großer Unterschied zu endlichen Automaten. Wenn Sie ein Wort haben, das nicht da dazu gehört, dann haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten. Erstens, wenn Sie ein Wort eingeben, das nicht akzeptiert wird von der Turing-Maschine, Sie geben es ein, die Turing-Maschine macht ein paar Schritte und hält dann halt. Und der Zustand, in dem sie hält, ist halt kein akzeptierender Zustand. Dann sehen Sie, aha, abgelehnt. Aber ein Wort ist auch dann nicht in dieser Sprache dabei, wenn die Turing-Maschine für so ein Eingabewort überhaupt nicht hält, sondern rechnet, 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 rechnet. Da können Sie eine Minute drauf schauen, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, 10 Milliarden Jahre. Die Turing-Maschine hat immer noch nicht gehalten. Und dann wissen Sie nichts. Vielleicht hält sie in der nächsten Stunde, vielleicht aber auch nie. Und dann denken Sie jetzt vielleicht, na, das kann man ja vielleicht irgendwie erkennen an der Turing-Maschine. Jedenfalls nicht algorithmisch. Da haben Sie auch wieder ein Problem, das man mit Turing-Maschinen, mit Rechnern, mit Algorithmen nicht lösen kann. Es gibt Probleme, die sind so schwer, dass man sie mit Rechnern nicht lösen kann. Nicht, weil der Speicher zu klein ist oder die Rechenzeit zu kurz, das Problem ist zu schwer. So, bevor wir zu so ganz schweren Problemen kommen, die man überhaupt nicht mit dem Rechner lösen kann, das ist wahrscheinlich, na, ich weiß gar nicht, wann das ist, noch, vielleicht sogar noch heute, wenn ich so schnell weitermache, kommen wir zu einem Problem, das so harmlos ist, dass man es mit dem Rechner lösen kann, auch mit einer Turing-Maschine, dass Sie noch mal eine kompliziertere als die von eben mit den drei Zuständen mal sehen. Machen wir Palindromerkennung.
Also ein Palindrom ist ein Wort, von vorne gelesen und von hinten gelesen, es ist das gleiche Wort. Also Beispiele stehen da ja neben Otto, Anna, Rentner. Und dann gibt es auch noch längere Dinge. Es gibt auch irgendwie so Sätze, wenn Sie da die Leerzeichen und Satzzeichen und alles ignorieren, nur die Buchstabenfolge angucken, der ganze Satz von vorne und von hinten ist der gleiche. Irgendjemand hat mal eine ganze Geschichte geschrieben, wenn Sie da alle Satzzeichen ignorieren, die ganze Geschichte von vorne bis hinten ist ein Palindrom. Gibt's alles, ja. Ich kenne auch jemanden, der sammelt Palindrome, und zwar Palindrome in allen möglichen und unmöglichen Sprachen. Also wenn nicht gerade Deutsch ihre Muttersprache ist, sondern irgendwas anderes, also keine europäische Sprache, und sie haben irgendwelche lustigen Palindrome in ihrer Muttersprache, dann schicken Sie mir bitte eine E-Mail oder geben Sie mir einen Zettel, wo das in Ihrer Schrift draufsteht, dann reiche ich es weiter. Also ein Palindrom, da ist das erste und das letzte Symbol gleich und das zweite und das vorletzte, das dritte und das drittletzte und so weiter. Oder mit anderen Worten, um Sie jetzt gleich mal in eine Richtung für einen möglichen Algorithmus zu schieben. Das erste und das letzte Symbol sind gleich bei einem Palindrom und das, was dazwischen steht, zwischen dem ersten und letzten Symbol, ist auch ein Palindrom. Waren sich klar, dass das auch so ist? So. In Java wäre es für Sie kein Problem, ein Programm hinzuschreiben, das von der Zeichenkette überprüft, ist das ein Palindrom? Wahrscheinlich, Sie würden zwei Indizes nehmen, der eine fängt beim ersten Symbol an, einer beim letzten, dann lassen Sie sie durchlaufen und vergleichen immer, ob die Symbole an den beiden Stellen gleich sind. Wenn Sie clever sind, hören Sie in der Mitte auf. Ansonsten können Sie natürlich auch bis zum anderen Ende laufen. Machen Sie jeden Vergleich zweimal. Ne? So. Ja. Und die Turing-Maschine, die ich Ihnen jetzt zeigen will, die macht im Prinzip, also was soll sie groß machen? Die muss irgendwie das erste und das letzte Symbol miteinander vergleichen. Da führt irgendwie anschaulich kein Weg dran vorbei. Und was sie macht ist, ja, sie tut das, vergleicht das erste mit dem letzten Symbol und anschließend macht sie das Gleiche mit dem Rest. Also sie fährt dann wieder an den Anfang vom Rest und dann von vorne. Wir testen jetzt, ob das ein Palindrom ist, vergleichen das erste und letzte Symbol und danach vom Rest wieder am Anfang von vorne, Palindromüberprüfung. Wie vergleicht man das erste mit dem letzten Symbol bei einer Turing-Maschine? Naja, also wir haben definiert, Anfangskonfiguration, der Schreiblesekopf steht auf dem ersten Symbol. Das ist also offensichtlich, wo das ist. Da steht der Kopf einfach. Das kann die Turing-Maschine lesen. Und sie hat eine endliche Steuereinheit. Die Zustandslänge muss endlich sein, aber wie groß können wir uns aussuchen? Und da spendieren wir halt irgendwie einen Teil des Zustandes sozusagen dafür, dass sich die Steuereinheit merken kann, in Anführungszeichen. Steht da jetzt vorne, stand da ein A oder ein B, das merkt sie sich im Zustand. Die ganze Zeit, während sie nach hinten läuft, zum letzten Zustand. Die ganze Zeit ist sie in Zuständen, die besagen, aha, da vorne am Anfang, da stand ein A oder ein B, je nachdem. Und dann, wenn sie auf dem letzten Symbol ist, dann kann sie das letzte Symbol lesen, hat noch in der Steuereinheit gespeichert, was war das erste Symbol und kann dann entsprechend reagieren, waren die beiden gleich oder nicht. Und wir nehmen mal als Eingabe Alphabet klein a, klein b, damit die Turing-Maschine ein bisschen überschaubar bleibt. Und dann ist hier erstmal eine Beispielberechnung. Der Anfangszustand heißt r ohne Index. Und die Zustände, die r irgendwas heißen, sind Zustände, in denen fährt die Turing-Maschine von links nach rechts. Und dann gibt es Zustände, die heißen l irgendwas, da fährt sie nach links. So. Und was die Turing-Maschine machen soll, ist das Folgende. Also sie steht am Anfang, im Anfangszustand R, auf dem ersten Symbol. Das erste Symbol löscht sie, schreibt dann blank hin und geht in einen Zustand, der besagt, da war ein A. Dieser Zustand heißt ein RA und macht einen Schritt nach rechts. Und im Zustand RA, solange da jetzt weitere Symbole stehen, geht sie einfach, bleibt in dem Zustand RA, also merkt sich, vergisst nicht, da vorne war ein A
und geht immer weiter. Also das Ziel ist ja, zum letzten Symbol zu gehen. Die Preisfrage ist, wie findet man das letzte Symbol? Wenn man immer diese Turing-Maschine ein weiteres Symbol sieht, weiß sie nur, aha, hier ist das Wort noch nicht zu Ende, also hier ist noch ein Symbol. Und dann muss man sie halt laufen lassen, bis sie zum ersten Mal auf ein Blank-Symbol trifft. Und dann ist klar, aha, ein Schritt nach links, das ist das letzte Symbol. Also im Zustand RA, egal ob da ein B oder ein A steht, sie geht einfach nach rechts, über das erste B hinweg, über das zweite B hinweg, über ein A hinweg. Und dann ist sie in der linken Spalte unterhalb der Mitte, ganz hinten auf dem ersten Blank-Symbol hinter der Eingabe, im Zustand RA. Und dann fängt sie an, wieder nach links zu laufen. Deswegen der neue Zustand heißt dann irgendwas mit L. Und zwar LA, immer noch das A gemerkt, damit man weiß, am Anfang das erste Symbol war ein A. Also ein Schritt nach links und dann weiß man, jetzt steht man auf dem letzten Symbol. Ja, und dann gibt es eben die gute Möglichkeit, ein A ist gemerkt von vorne und was jetzt hier hinten steht, ist auch ein A. Dann ist soweit alles gut. Dann löscht man dieses A da hinten auch. Da hat man das erste Symbol gelöscht, das letzte Symbol gelöscht. Übrig bleibt das Infix, für das man jetzt halt auch noch überprüfen muss, ist es ein Palindrom oder nicht. Und da geht da jetzt die Turing-Maschine in Zustand L. Sie merkt sich nichts mehr. Geht Zustand L einfach nach links aufs erste Symbol des Restes. Wie findet man das erste Symbol? Na, man geht nach links, bis man beim Blank-Symbol ist. Ein Zustand, einen Schritt nach rechts, dann hat man den Anfang des Restes. Also im Zustand L nach links bis zum Blank-Symbol, ein Feld wieder nach rechts, im Zustand R, Anfangszustand, und man steht auf dem ersten Symbol des Restes. Man ist wieder im Anfangszustand, das heißt, was jetzt passiert ist, Überprüfung des Restes auf die Eigenschaft, es ist ein Palindrom oder nicht. Ne? Und so immer weiter. Also jetzt vorne ein B löschen, nach hinten gehen, aufs letzte Symbol gucken, ist da auch ein B? Jawohl, wird das auch gelöscht? Dann ging also der Vergleich der beiden A's gut, es ging der Vergleich der beiden B's gut. Und jetzt die Turing-Maschine geht also jetzt zum Anfang des Restes. Es gibt keinen Rest mehr. Also geht nach links bis zu einem Blank und dann einen Schritt nach rechts. Da stünde jetzt, wenn es noch einen Rest gäbe, das erste Symbol des Restes, jetzt gibt es keinen Rest mehr, da steht ein Blank-Symbol. Und dann weiß man, okay, die Vergleiche sind alle gut gegangen, immer alles schön paarweise gelöscht, 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 alles weg. Das war ein Palindrom. Und dann können Sie, wenn Sie im Zustand R sind und ein Blank-Symbol lesen, wissen Sie, jawohl, es war ein Palindrom, können Sie in einen akzeptierenden Zustand gehen. Und das gibt dann dieses Bild. Wenn man die Turing-Maschine mal als so ein Zustandsdiagramm hinmalt, das ist oben und unten symmetrisch. Der Zweig oben rum über RA und LA ist für den Fall, das erste Symbol war ein A. Und unten über RB und LB für den Fall, vorne war ein B. Und man macht das Gleiche. Reden wir mal über den Fall A. Ne? Oben das erste Symbol, wenn es ein A ist, es wird gelöscht. Und man geht in den Zustand RA und macht einen Schritt nach rechts. Und im Zustand RA, alle A's und B's werden schön stehen gelassen und immer einen Schritt weiter nach rechts. A bleibt A, Schritt nach rechts, B bleibt B, Schritt nach rechts. Über alle A's und B's hinweg, die da stehen. Bis man auf ein Blank-Symbol kommt, das lässt man auch stehen, macht einen Schritt nach links und geht in den Zustand LA. Und dann gibt es jetzt also mindestens die Möglichkeiten, da steht ein A oder da steht ein B. Wenn da auf einmal ein B steht, obwohl als letztes Symbol, obwohl vorne ein A stand, dann ist die Eingabe Quatsch. Und dann ist völlig egal, was da noch dazwischen steht, dann kann man sofort aufhören und sagen, Unfug. Also meinetwegen, man geht in einen Zustand, den ich F- hier mal genannt habe, der kein akzeptierender Endzustand, kein akzeptierender Zustand ist und für den es dann auch nicht weitergeht. Die Turing-Maschine hält, akzeptiert nicht, Rechnung vorbei. Wenn hinten aber doch ein A steht, genau wie vorne, dann überschreibt man das letzte Symbol auch, macht einen Schritt nach links, geht in Zustand L, indem man wieder den ganzen Weg zurückgeht, über den ganzen Infix bis vorne zum Blank und einen Schritt nach rechts, bis vorne zu einem Blank und dann wieder einen Schritt nach rechts und dann wieder nach vorne in den Zustand R, den Anfangszustand und dann für den Rest das gleiche wieder. Und wenn man dann im Anfangszustand irgendwann ist und
da ist kein Rest mehr, dann weiß man, jawohl, alle Vergleiche sind gut gegangen, es war ein Palindrom, wir gehen in Zustand F+. Und das soll ein akzeptierender Zustand sein. Den malt man dann in so einem Bild auch wieder mit Doppelkringel, genau wie bei endlichen Akzeptoren. Ja? So, und dann gibt es noch einen Fall, über den habe ich noch nicht geredet. Es gibt ja auch Palindrome ungerader Länge. Also was war da vorhin das Beispiel Rentner oder so? Da vergleichen Sie die R's, die E's, die N's. Vergleich ging gut. Jetzt erstes Symbol vom Rest, das T, das letzte einzelne Symbol in der Mitte. Das löschen Sie. Das erste Symbol vom Rest. Und jetzt gehen Sie zum letzten Symbol des Restes. Das gibt's, das letzte Symbol des Restes gibt es aber nicht mehr. Das heißt, es kann Ihnen passieren, also Sie löschen das erste Symbol, machen einen Schritt nach rechts, stehen gleich auf dem Blank, gehen einen Schritt nach links und stellen fest, oh, da ist nichts mehr zum Vergleichen. Dann wissen Sie, das letzte Symbol, das war ein einzelnes Symbol. Außenrum, die Vergleiche waren alle in Ordnung. Und jetzt noch ein einzelnes Symbol in der Mitte, das tut der Eigenschaft, Palindrom zu sein, ja auch keinen Abbruch. Also in dem Fall müssen Sie dann auch akzeptieren, das ist zum Beispiel dieser Pfeil von LA nach F+. Und von LB natürlich auch. Und dann haben Sie hier eine Turing-Maschine mit 8 Zuständen, die Palindrome erkennt. Also jedenfalls Palindrome über einem zweielementigen Eingabealphabet. Und der Zustand F-, den habe ich jetzt hier erstmal wieder so hingeschrieben, um zu sagen, konzeptionell auszudrücken, hier, wir sind fertig, aber wir lehnen ab. Aber Sie können das natürlich auch wieder weglassen, da ist halt ein Schritt vorher schon kein Übergang mehr festgelegt, die Turing-Maschine bleibt einen Schritt früher stehen und akzeptiert nicht. So. Bei endlichen Automaten werden Sie lernen im dritten Semester, wenn ich irgendeinen habe, dann kann ich den immer automatisch umbauen in einen anderen, der immer noch die gleichen Wörter akzeptiert und so wenig Zustände wie möglich hat. Der Automat ist sogar im Wesentlichen eindeutig. Wäre natürlich bei Turing-Maschinen vielleicht auch ganz schön. Wir geben irgendeine Turing-Maschine, ich baue sie um oder lasse sie automatisch umbauen in eine mit möglichst wenig Zuständen, die immer noch, aber die Turing-Maschine tut immer noch das Gleiche. Auch dieses Problem kann man algorithmisch nicht lösen. Es gibt keinen automatischen Turing-Maschinen-Minimierer. Und, ach, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, die ganze Vorlesung. Praktisch an allen Stellen statt Turing-Maschine dürfen Sie auch Java-Programm denken. Also es gibt auch kein Programm, das automatisch Java-Programme verkleinert auf möglichst kurze Quelltexte, die immer noch das Gleiche tun. Geht nicht. Sie können noch nicht mal von einem beliebigen Java-Programm, also gegeben ein beliebiges Java-Programm, eine beliebige Eingabe, nehmen wir an, das Java-Programm will nur ein Integer als Eingabe und produziert nur ein Bit-Ausgabe, 0 oder 1. Sie können im Allgemeinen noch nicht mal von jeder Zeile im Code automatisch feststellen lassen, im Quelltext, ob die Zeile jemals erreicht wird. Nicht automatisch für alle Programme und alle Eingaben. Das Problem ist schon zu schwierig. Sie sehen, es gibt interessante Probleme, die man nicht automatisch lösen kann. Ja? So. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, diese Definition von akzeptierte Sprache bei Turing-Maschine, das ist ganz harmlos, die Menge aller Wörter, für die die Turing-Maschine hält und am Ende akzeptiert. Aber die Wörter, die eben nicht da drin sind, für die gibt es im Allgemeinen zwei Möglichkeiten. Die Turing-Maschine hält und sagt, abgelehnt. Oder die Turing-Maschine rechnet unendlich lange, hält nie. Solche Wörter werden ja auch nicht akzeptiert. So. Und das führt jetzt dazu, dass man also zwei Sorten von formalen Sprachen unterscheiden kann. Und es ist auch ein echter Unterschied. Man sagt, dass irgendeine formale Sprache eine entscheidbare Sprache ist, wenn es erstens eine Turing-Maschine gibt, die genau diese Wörter akzeptiert, also für jedes Wort in der entscheidbaren Sprache, die Turing-Maschine hält irgendwann und sagt, ja, akzeptiert.
Und wenn Sie ein Wort haben, das nicht in der Sprache ist, dann wird diese Turing-Maschine freundlicherweise auch für alle Wörter, die nicht dazugehören, nach endlich vielen Schritten halten und explizit sagen, nein, abgelehnt. Wenn es eine solche Turing-Maschine gibt, die also für jede Eingabe hält und dann immer das Richtige sagt, akzeptiert oder abgelehnt, dann sagt man, die Sprache ist entscheidbar. Da muss also die Turing-Maschine, die akzeptiert und ablehnt, immer halten. Man sagt, eine formale Sprache ist aufzählbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, genau die Wörter in L akzeptiert und die andere nicht. Aber dieses Nicht-Akzeptieren kann eben bedeuten, dass die Turing-Maschine einfach unendlich lange rechnet. Und dann weiß man eben auch nach 10 hoch 10 hoch 10 Jahren immer noch nicht, ist die Eingabe jetzt abgelehnt oder wird sie bald vielleicht doch noch akzeptiert. Ja? Und jedenfalls, also rein äußerlich, Entscheidbarkeit ist die stärkere Forderung. Die Turing-Maschine muss immer halten. Und es zeigt sich inhaltlich, es ist wirklich eine stärkere Forderung. Es gibt formale Sprachen, für die können Sie Turing-Maschinen hinschreiben, die akzeptieren, halten und akzeptieren genau die Wörter in der formalen Sprache. Aber wenn Sie ein Wort haben, das nicht zu der formalen Sprache gehört, zwangsweise jede Turing-Maschine, die die richtigen akzeptiert, wird für manche anderen endlos lange laufen und nicht immer halten. Es ist zu schwierig für die Wörter, die nicht dazugehören, nach endlich vielen Schritten zu halten und immer zu sagen, ja, das müssen wir jetzt ablehnen. Das Problem ist zu schwierig. So. Also, jetzt haben wir also Definition von Turing-Maschinen gesehen und zwei Beispiele von Turing-Maschinen. Eine mit drei Zuständen, die irgendwie nach 13 oder 14 Schritten 6 Einsen aufs Band geschrieben hat, auf ein leeres Band und dann angehalten hat. Und eine, die überprüft hat, ob irgendeine Eingabe ein Palindrom ist. Übrigens, Randbemerkung, können Sie sich an einen endlichen Akzeptor erinnern, der für Wörter überprüft hat, ob sie Palindrom sind? Wer kann sich an sowas erinnern? Keiner. Das ist sehr gut. So einen haben Sie auch nicht gesehen. Den gibt es nämlich nicht. Also, überprüfen, ob ein Wort ein Palindrom ist, das können Sie nicht mit einem endlichen Automaten machen. Der hat ja nur die endlich vielen Zustände. Da kommen so die Eingaben von außen, die Symbole, und aber da kann man nicht zurück. Und was war nochmal am Anfang? Und das zweite Symbol und das dritte Symbol, das geht mit endlichen Automaten nicht, Palindromüberprüfung. Da brauchen Sie also mehr zusätzlichen Speicherplatz, und Turing-Maschinen haben jedenfalls genug. Da steht die ganze Zeit die ganze Eingabe da, da können Sie zurückfahren. Und jetzt schauen wir uns das zweite Symbol an, das ist noch nicht weg. Ja? Und dann zurückfahren zum dritten, hin und her und her und hin. Ja? Ich hoffe, das Gefühl haben Sie auch. Turing-Maschinen sind ein total simples Konzept. Es zeigt sich aber, also wenn man sich das anguckt, es passt zu diesen informellen Forderungen von, was ist ein Algorithmus? Endliche Beschreibung, ja. Diese elementaren Operationen, ja, das ist elementar. Ein Symbol lesen, ein Symbol schreiben. Eins nach links, eins nach rechts fahren, einen von endlich vielen Zuständen annehmen. Also wenn das nicht effektiv ausführbar ist, was dann, ja, sozusagen? Es ist deterministisch. Heutzutage gibt es natürlich N plus 1 Varianten von Turing-Maschinen, die alles mögliche andere noch haben, ja? Aber das reicht. Aus endlicher Eingabe wird in endlich vielen Schritten eine endliche Ausgabe. Also wenn die Turing-Maschine hält, ne? Und man kann aber beliebig große Eingaben am Anfang aufs Band schreiben jedenfalls, und für die richtigen Turing-Maschinen kriegt man dann halt auch die richtigen Ausgaben. Ne? Und im Prinzip ist das leicht nachvollziehbar, ist halt so ein Bildchen oder eine Tabelle, die ist vielleicht groß, aber endlich, und es ist im Wesentlichen nur Fleißarbeit, immer so Schritt für Schritt so eine Turing-Maschine zu simulieren. Das ist übrigens auch typischerweise in vielen Klausuren eine Teilaufgabe gewesen. Hier ist ein bisschen Turing-Maschine, simulieren Sie mal ein paar Schritte.
was man ungern als Aufgabe stellt, ist, hier ist, entwerfen Sie eine Turing-Maschine, die das und das macht, ohne zusätzliche Hinweise, Anleitungen, irgendwie was. Denn Sie glauben gar nicht, wie viel Kreativität in diesem Hörsaal ist. Man kriegt da Lösungen. Also die sind erstens manchmal unangenehm groß. Und Sie werden sehen in der nächsten Vorlesung, also schon mit wenig Zuständen kann man ganz kuriose Dinge machen bei Turing-Maschinen. Ganz kuriose Dinge. Noch viel kurioser, als Sie sich vorstellen können gerade. Und also die Korrektur von solchen Aufgaben, wo man sie einfach irgendwelche Turing-Maschinen entwerfen lässt, ist unglaublich aufwendig. Und das will man einfach nicht korrigieren. Da sind manchmal geschickte Lösungen dabei, verblüffend, ja, auch wie verblüffend, aber viel zu schwer zu korrigieren. So, deswegen typischerweise vielleicht eine Turing-Maschine ist gegeben, die macht schon ein bisschen was und dann soll man noch so ein, zwei Zustände ergänzen, damit sie ein bisschen mehr, ein bisschen was Komplizierteres macht. Da kann man nicht ganz so viele wilde Dinge tun. Umgekehrt, auch also diese Turing-Maschine mit drei Zuständen ganz am Anfang, man kann sie ausprobieren und stellt fest, okay, wenn das Band am Anfang leer ist, nach 13 Schritten bleibt sie stehen und 6 Einsen stehen da, aber man sieht es der nicht an. Und Sie werden das nächste Mal eine Turing-Maschine mit 5 Zuständen sehen, der sehen Sie überhaupt nichts an. Schon gar nicht das, was sie tut. Gut. Also jetzt haben wir das Konzept von Turing-Maschine, ja? Und jetzt kommen zwei wichtige Abschnitte, die verschieden sind, natürlich. Und bitte schmeißen Sie aber das, was in den zwei Abschnitten, die jetzt noch kommen in diesem Kapitel, jetzt habe ich den Anfang des Satzes nicht mehr im Kopf. Also bringen Sie das nicht durcheinander. Ja? Das, was in dem einen Abschnitt drankommt und das, was in dem anderen Abschnitt drankommt. Das sind ganz verschiedene Sachen. Also nochmal. Und jetzt etwas, das machen wir jetzt nur in diesem einen Abschnitt, machen wir uns das Leben ein kleines bisschen leichter, damit man nicht so viel Formalismus hinschreiben muss. Nur dafür. Wir jubeln Ihnen da nichts runter, wir betrügen Sie nicht, wir machen uns nur das Leben ein bisschen einfacher. Aber nur in diesem einen Abschnitt tun wir jetzt mal so, als würden die Turing-Maschinen, die wir uns angucken, für jede Eingabe halten. Es gibt nicht den Fall, dass eine Turing-Maschine für eine Eingabe nicht hält. Das nur in diesem einen Abschnitt, nur damit wir ein bisschen weniger Formalismus hinschreiben müssen. Es ist im nächsten Abschnitt von fundamentaler Bedeutung, dass wir diese Annahme nicht mehr machen. Ja? Nur in diesem einen Abschnitt. So, was will man definieren? Na, den Bedarf an Rechenzeit zum Beispiel, den eine Turing-Maschine hat, braucht, um ein Ergebnis zu produzieren. Was kann man da machen? Ja, die harmlose, also und wir stellen uns vor, die Turing-Maschinen hier halten immer, also für jede Eingabe. Es gibt genau eine Anzahl Schritte, nach der hält die Turing-Maschine. Und das Ergebnis steht da. Und jetzt kann man natürlich erstmal für jedes Wort einzeln, könnte man sagen, ja, jetzt schaue ich mal für jedes Wort an, wie viele Schritte sind das denn? Das wäre dann also eine Abbildung und beschränken wir uns mal auf die nicht leeren Wörter. Das leere Wort, das ist nicht interessant und es macht dann auch wieder an einer Stelle mathematisch, wenn man Pech hat, ein Problem, wenn da irgendwo was von Logarithmus, von Länge des Wortes steht und es ist das leere Wort. Ist auch doof, ja. Also beschränken wir uns mal auf Wörter, deren Länge größer gleich 1 ist. Und dann könnte man natürlich sagen, okay, für jedes Wort separat weiß ich, gibt es dann so eine Abbildung, die sagt mir, was ist die Anzahl Schritte, bis das Ergebnis rauskommt. Das ist die hier klein mit kleinem t, klein geschrieben, time t heißt, ja, von a plus nach n plus. Ne, die Anzahl Schritte für jedes Wort einzeln, ne, Funktionswert, die Anzahl Schritte, die man braucht, bis man bei der Endkonfiguration ist. So genau will man das aber typischerweise gar nicht aufschreiben. Sie erinnern sich vielleicht ein bisschen an das Kapitel, wo auch Groß-O-Notation eingeführt wird.
Manchmal will man nicht, manchmal, weil man zu faul ist, manchmal kann man nicht, weil es zu kompliziert ist. Und der Sinn ist sowieso nicht ganz klar, denn auf echten Rechnern, ja, Rechner von aus diesem Jahr sind irgendwie 20% schneller als die von vor 5 Jahren oder so, die man so kaufen konnte. Und so exakte Zahlen, konstante Faktoren sind nicht so ganz wichtig. Deswegen, was man typischerweise erstmal macht, ist, man guckt sich nicht jedes Wort einzeln an, sondern man guckt ein bisschen gröber hin, sagt, okay, nur für jede Wortlänge, Länge 1, Länge 2, Länge 3, Länge 4. Im schlimmsten Fall, wenn ich eine Eingabe dieser Länge habe, wie lange muss ich denn warten? Das ist dann eine Abbildung, die habe ich hier Time mit großem T geschrieben. Die geht also von n plus nach n plus. Und das Argument ist die Wortlänge. Und der Funktionswert, ja, ist das Maximum dieser Funktionswerte der ursprünglichen zu detaillierten Funktion Time angeguckt für alle Wörter aus a hoch n, genau dieser Länge n. Also man nimmt das Maximum, man schaut also im schlimmsten Fall, wie viele Schritte sind es denn? Da kann man natürlich jetzt auch wieder anfangen, darüber zu diskutieren, ist der schlimmste Fall das, was einen interessiert? Ist es nicht vielleicht eher manchmal der beste Fall oder in irgendeinem Sinne der Durchschnitt? Ja, der Durchschnitt ist manchmal auch interessant, aber Durchschnitte auszurechnen ist einfach manchmal auch viel komplizierter, ja. Und es ist vielleicht nicht klar, welche Wahrscheinlichkeitsverteilungen über den Eingaben hat man denn eigentlich und so. Also der übliche Ansatz ist, man guckt sich den schlimmsten Fall an, so wie es hier definiert ist. Dann hat man also für jede Turing-Maschine so eine Funktion, für jede Wortlänge, schlimmstenfalls für Eingaben dieser Länge, wie lange dauert es, bis ich das Ergebnis kriege. Das ist eine Abbildung von n nach n. Und man sagt, die Turing-Maschine hat polynomielle Laufzeit, wenn diese Abbildung aus Groß O von P von N ist für irgendein Polynom. Der Grad des Polynoms ist egal. Der Grad des Polynoms darf auch 10 Milliarden sein. Hauptsache polynomiell. Das ist eine sehr grobe Sichtweise. Aber selbst bei dieser groben Sichtweise läuft man noch in beliebig viele Probleme. Also, polynomieller Zeitbedarf, polynomielle Zeitkomplexität heißt im schlimmsten Fall die Laufzeit in Abhängigkeit von der Wortlänge ist nur polynomiell, nicht 2 hoch n oder 2 hoch Wurzel n oder so etwas. Ja? Wie ist das bei... Oh, ja. Bei unserer Turing-Maschine, die Palindromerkennung gemacht hat, wenn man da eine Eingabe der Länge mindestens 2 hatte, was macht die Turing-Maschine? Sie fängt auf dem ersten Symbol an, löscht das, fährt nach hinten zum letzten Symbol, also noch eins weiter. Das sind also n Schritte. Bis er mal auf dem Blank-Symbol ist, ein Schritt zurück, das war auf dem letzten Symbol. Und dann wird er verglichen. Und wenn denn alles gut geht, fährt sie wieder zurück auf das erste Symbol des Restes. Das gibt dann also so zickzack hin und her und die Strecken werden immer kürzer. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann stellt man fest, also für ein Wort der Länge n macht sie in dem Fall, dass sie überhaupt so lange was tut, 2n plus 1 Schritte für einmal hin und wieder zurück. Plus dann noch die Zeit, die man hat, Zeitbedarf schlimmstenfalls für ein Palindrom der Länge 2 Symbole kürzer. Es kann natürlich sein, dass die Turing-Maschine schon gleich beim ersten Vergleich feststellt, das ist gar kein Palindrom, dann macht sie insgesamt nur n Schritte. Aber wir haben ja gerade vereinbart, wir gucken uns den schlimmsten Fall an und für die Laufzeit der schlimmste Fall ist, die Turing-Maschine stellt immer ständig fest, ja, passt, 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 muss immer weiter vergleichen. Ja? Naja, und wenn Sie die Ungleichung haben und sich überlegen, für Wörter der Länge 1 und 2 ist Palindromerkennung in konstanter Zeit natürlich möglich. Dann weiß ich nicht, ob für Sie das jetzt schon so selbstverständlich ist oder ob Sie dann noch mal ein bisschen rechnen müssen oder so. Stellt man fest, der Zeitbedarf dieser Turing-Maschine ist jedenfalls in O von n Quadrat und also tatsächlich sogar Theta von n Quadrat. Das heißt, diese Turing-Maschine läuft in Polynomialzeit insbesondere. Ja? N Quadrat ist ein Palindrom in n.
Genauso kann man sich angucken, wie ist das mit dem Platzbedarf? Also wie viele Felder braucht die Turing-Maschine für ihre ganze Rechnerei? Das war jetzt bei Palindromerkennung wenig spannend. Da hat man halt die N-Felder, wo am Anfang die Eingabe steht. Die N-Felder braucht man offensichtlich. Und dann sagt man, okay, was ansonsten Felder, die benötigt werden, sind Felder, wo die Turing-Maschine mal hinfährt und vielleicht was hinschreibt oder auch nicht. Und das ist also in dem Fall dann, abgesehen von den N-Feldern für die Eingabe, noch das eine Feld hinter dem letzten des Eingabewortes. Da hat man also Platzbedarf N plus 1, mehr nicht. Und es gibt aber kompliziertere Probleme, da kommen Sie mit diesem Platz nicht aus. Da müssen Sie für Eingaben der Länge N Platz N Quadrat betreten. Und es gibt Probleme, da müssen Sie für Eingaben der Länge N 2 hoch N zusätzliche Felder benutzen. Müssen, beweisbar. Das gibt es durchaus. So, und beim Platzbedarf, also für unsere Beispiel-Turing-Maschine, das ist N plus 1, das ist also linearer Platzbedarf, insbesondere also auch wieder polynomiell. Na gut, aber also sowohl beim Platzbedarf als auch beim Zeitbedarf, das lernen Sie dann vielleicht mal in der Vorlesung über Komplexitätstheorie. Es gibt Probleme, die sind halt komplizierter, also beweisbar. Es gibt Probleme, da müssen Sie N hoch 3 Schritte machen. Und in n hoch 3 geht es auch. Und es gibt Probleme, da müssen Sie n hoch 4 machen, da müssen Sie n hoch 5 machen. Da müssen Sie beweisbar 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 hoch n Schritte machen. Solche Probleme gibt es auch. Die sind schwer. Es dauert lange. Erzwungenermaßen lange, um das Ergebnis auszurechnen. Das Problem ist so schwer. Man kann es lösen, aber der Rechenaufwand erzwungenermaßen ist sehr hoch. Solche Probleme gibt es. Da kann man nichts machen. Das sind aber auch wieder zum Teil, also wenn Sie jetzt nicht gerade bei 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 hoch n Zeitbedarf sind, Probleme, die sehen zum Teil ganz harmlos aus. Aber man muss doch sehr viel rechnen. Ja, kurz noch ein paar Anmerkungen zu Zeitbedarf und Platzbedarf. Wenn eine Turing-Maschine für eine Eingabe eine gewisse Anzahl Schritte macht und dann hält, da sie in jedem Schritt nur ein Feld betreten kann, sie kann offensichtlich nicht mehr Felder benutzen als die N, wo die Eingabe steht, und für jeden Schritt noch ein weiteres Feld. Ja? Das heißt, der Platzbedarf ist immer nach oben beschränkt durch Größe der Eingabe plus Zeitbedarf für diese Eingabe. Mehr Felder kann man einfach nicht benutzen, in so wenig Schritten sozusagen. Ja? Das heißt, wenn eine Turing-Maschine polynomiellen Zeitbedarf hat, dann ist der Platzbedarf auch polynomiell. Natürlich. Umgekehrt, wenn eine Turing-Maschine nur eine gewisse Anzahl Felder benutzt, wie viel Zeit kann sie dann verbraten? Naja, wenn sie K-Felder benutzt, also stellen wir uns mal vor, sie schreibt dann auch wirklich was Vernünftiges hin. K-Felder, für jedes Feld haben sie verschiedene Möglichkeiten. Ja, jedes mögliche Bandsymbol, sagen wir mal, außer dem Blank-Symbol. Haben sie also Größe des Bandalphabets minus 1, interessante Beschriftungen für jedes von K-Feldern. Da haben Sie da x minus 1 mal x minus 1. Also das hoch k viele Inschriften. Also wenn Sie zum Beispiel 0 und 1 als Bandsymbole haben auf k Feldern, können Sie alle Zahlen von 0 bis 2 hoch k minus 1 hinschreiben binär. Das ist offen. Also, und das, die Zahlen alle hinzuschreiben, das dauert ja jedes Mal mindestens einen Schritt. Und dann haben Sie also eine Anzahl Schritte, die exponentiell ist im Platzbedarf. Also es gibt Turing-Maschinen, wenn die Eingabelänge n hat, sie machen 2 hoch n Schritte, die Turing-Maschinen, oder noch mehr. Ignorieren Sie die Eingabe, ja, und schreiben Sie dann nacheinander alle binär
Darstellungen von 0 bis 2 hoch n minus 1. Da haben sie eine Maschine, die lange läuft. Ist die Frage, ob das immer sinnvoll ist, sozusagen, ob das manchmal so sein muss, dass man zwar mit wenig Platz auskommt, aber so viel Zeit da verbrät. So. Und jetzt kommen wir noch zu einem Begriff, der wird Sie auch im Laufe Ihres Studiums noch länger verfolgen. Also ist einfach auch ein nützlicher Begriff, nämlich der sogenannte Komplexitätsklassen im Sinne von Berechnungskomplexität, also im Englischen heißt das dann Computational Complexity, wie wir es gerade angeguckt haben, ja, Zeitbedarf, Platzbedarf. So eine Komplexitätsklasse ist immer eine Menge von Problemen, also Probleme im Sinne von Liste von Zahlen sortieren oder zwei Zahlen multiplizieren oder von Wörtern entscheiden, ob es ein Palindrom ist oder so etwas. Ja? Von einer Zahl überprüfen, ob es eine Primzahl ist. Nicht unbedingt die Primfaktoren ausrechnen, sondern nur feststellen, ist es eine Primzahl oder nicht. Das kann man ohne die Primfaktoren herauszufinden. Zahlentheorie ist auch lustig. Und solche Komplexitätsklassen sind häufig dann oder typischerweise festgelegt durch Schranken für den Zeitbedarf oder Platzbedarf oder beides oder noch andere Ressourcen, die man halt nur, also und man muss dann eben bei der Lösung des Problems in diesem Rahmen bleiben. Also meinetwegen, alle formalen Sprachen, die man mit Turing-Maschinen entscheiden kann, also entscheiden, nicht nur aufzählen, wo der Zeitbedarf in O von n hoch 3 ist meinetwegen und der Platzbedarf in O von n hoch 3 halbe mal log n oder irgendetwas. Ja. Es gibt Probleme, die sind so, zum Beispiel Palindromerkennung, also die formale Sprache der Palindrome gehört da dazu. Das haben wir gesehen, das geht in O von n hoch 3, sogar in n hoch Quadrat und das geht im Platz n, also auch in O von n hoch 3 halbe log n. Ja. Also Palindromerkennung gehört da dazu. Es gibt auch Probleme, die nicht da dazu gehören. Die sind so kompliziert, das schaffen sie nicht in Zeit n hoch 3. Beweisbar. So, und zwei wichtige Beispiele von Komplexitätsklassen werfe ich Ihnen hier schon mal an den Kopf. Die heißen üblicherweise P und P-Space. Eigentlich wäre es sinniger, statt P-Time zu sagen, war früher auch so ein bisschen verbreitet, heutzutage macht man das nicht mehr. Also P ist die Menge aller Entscheidungsprobleme, also die Menge aller formalen Sprachen, die man mit Turing-Maschinen entscheiden kann, deren Zeitbedarf polynomiell ist. Der Grad des Polynoms ist egal. Hauptsache Polynom und nicht Exponentialfunktion oder noch schlimmer. Also zum Beispiel, wir haben gesehen, Palindromerkennung geht in quadratischer Zeit. Palindromerkennung ist in P. Und zum Beispiel die Entscheidung, ist eine Zahl eine Primzahl oder nicht? Nur die Entscheidung, ist es Primzahl oder nicht? Die Antwort ist nur ja oder nein, das geht in Polynomialzeit. Die Primfaktoren ausrechnen, da weiß keiner, wie das in Polynomialzeit geht. Da weiß es keiner. Vielleicht geht es auch, aber es weiß noch keiner. Vielleicht geht es auch nicht. So, und P-Space ist die Menge aller formalen Sprachen, die Sie mit Turing-Maschinen entscheiden können, deren Platzbedarf, deren Raumkomplexität polynomiell in N ist. Zum Beispiel, das werden Sie jetzt so auf Anhieb nicht sehen, aber das teile ich Ihnen mit. Wenn Sie zwei reguläre Ausdrücke haben, können Sie sich ja fragen, beschreiben die gleichen Wörter? Das ist das sogenannte Äquivalenzproblem für reguläre Ausdrücke. Das ist in P-Space. Das können Sie auf polynomiellem Platz mit Turing-Maschinen machen. Allerdings, alle Turing-Maschinen, die man kennt, die polynomiellen Platz brauchen,
auch die, die polynomialen Platz brauchen, haben exponentielle Laufzeit. Wenn Sie ein Verfahren finden, das in polynomieller Laufzeit das rausfindet, sagen Sie Bescheid, dann brechen wir Ihr Bachelorstudium ab und Sie promovieren gleich. Ja? So, eine Turing-Maschine, die polynomiell viele Schritte macht, kann auch nur polynomiell viele Felder betreten. Deswegen P ist Teilmenge von P Space. Preisfrage, ist das eine echte Inklusion? Oder gilt die umgekehrte Inklusion auch? Ist das gleich? Wenn Sie es rausfinden, sagen Sie Bescheid. Wohlgemerkt, wir reden hier über die Probleme, nicht über die Turing-Maschinen. Also natürlich gibt es Turing-Maschinen, die machen auf polynomiellem Platz exponentiell viele Schritte. Aber es kann ja sein, dass diese exponentiell vielen Schritte in jedem, für jedes Problem, für das Sie so eine Turing-Maschine haben, überflüssig sind. Dass man immer eine andere Turing-Maschine findet, die auch nur polynomiellen Platz, aber eben zusätzlich auch nur polynomiell viele Schritte braucht. Tja. Das ist ein offenes Problem. Das Problem ist offen seit, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren oder noch länger. Man hat natürlich nicht von Anfang an gemerkt, wie schwierig das Problem ist und was das aber alles, also die Arbeiten an diesem Problem haben zu vielen interessanten Erkenntnissen geführt, aber das Problem ist immer noch offen. Gilt auch die umgekehrte Inklusion? Ist in Wirklichkeit Pi gleich Pi-Space oder sind die beiden voneinander verschieden? Und ja, das war also dieser Abschnitt. Und nur für diesen Abschnitt haben wir angenommen, dass unsere Turing-Maschinen immer halten. Haben Sie eigentlich gemerkt, wo wir das benutzt haben? Wo habe ich es gesagt? Also bei der Definition von Zeitkomplexität, ne, eines einzelnen, für eine einzelne Eingabe, wir haben immer angenommen, es gibt eine Anzahl Schritte. Und dann ist das Ergebnis da. Das ist das Einzige. So. Also für Turing-Maschinen, Sie können sowas zählen wie Laufzeit, also angucken, sowas wie Laufzeit, Platzbedarf, interessante, und es gibt dann so durch Schranken für diese Komplexitäten festgelegte Komplexitätsklassen, also insbesondere P und P-Space. Sie werden später in Ihrem Studium, also ich denke ja auch im dritten Semester auf jeden Fall in theoretische Grundlagen sehen, zwischen Pi und Pi-Space, wo man nicht weiß, ob die Inklusion echt ist, findet man noch jede Menge anderer Komplexitätsklassen, also mindestens eine werden Sie im dritten Semester kennenlernen. Die sind da irgendwie durch Inklusion geordnet dazwischen. Da weiß man dann natürlich auch nicht, sind bei manche gleich oder ungleich. Viele offene Probleme. Und was Sie also dazu dann sich mal angucken müssen gelegentlich, ich weiß jetzt nicht, was Herr Stücker aufs letzte Aufgabenblatt drauf gemacht hat, vielleicht mal, also gegeben eine Turing-Maschine, man gucke sich an, was die macht. Erstmal, man findet überhaupt heraus, was tut die denn für harmlose Eingaben und dann versuchen abzuschätzen, im schlimmsten Fall, wie lange ist denn der Zeitbedarf, wie lange dauert es denn, bis das Ergebnis da ist. Und analog für den Platzbedarf, aber für den Platzbedarf ist es typischerweise ganz harmlos. So. Damit sind wir am Ende von diesem Abschnitt zu Berechnungskomplexität. Und das nächste Mal geht es dann ganz explizit weiter mit unentscheidbaren Problemen. Das sind, habe ich das schon mal erwähnt, Probleme, die sind so schwer, dass man sie mit dem Rechner nicht lösen kann. Obwohl sie interessant sind und man sie gerne mit dem Rechner lösen würde. Aber das dann das nächste Mal. Dankeschön.